Hallo Leute, hier ist der Dan und ich melde mich quasi zurück, kann man so sagen. Aber noch nicht ganz, ich bin noch mal ein, zwei Wochen unterwegs. Ich will aber die Zeit nutzen, um noch mal so ein paar Sachen anzusprechen, die jetzt in letzter Zeit so angefallen sind und auch was ihr so in der nächsten Zeit erwarten könnt. Was ich jetzt quasi für euch noch in der Pipeline habe. Also geplant wird auf jeden Fall was eine Sache, die ist nicht ganz so mit dem Rollenspiel verankert, aber liegt mir sehr am Herzen und ist mir auch so von den wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich sie nicht drin hatte. Ich habe mich nämlich beschäftigt mit dem Tabletop zu Babylon 5 und habe da schon ein, zwei Videos aufgenommen, die kommen auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe jede Staffel von Babylon 5 für euch zusammengefasst in einem kurzen Video. Und das ist einfach für Leute, die damit noch gar nichts zu tun hatten. Babylon 5 ist eine Science-Fiction-Serie aus den 90er-2000er Jahren, die für mich eine der besten Science-Fiction-Serien ist, die ich so kenne. Ja, die schlägt Star Trek um Längen, meiner Meinung nach, von dem Inhaltlichen her. Und ist sogar für mich wichtiger gewesen als Star Wars. Ja, in einigen Strecken, auch wenn ich Star Wars immer noch sehr, sehr, sehr gut finde. Ja, nur das wird in der nächsten Zeit hier auf dem Kanal kommen, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, was auch auf jeden Fall hier auf dem Kanal kommt. Das kann aber noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das ist Folgendes. Ich habe mich mit den Abenteuerwelten zu Fate beschäftigt, nämlich Nest und Bergungskreuzer Möwe. Zu jedem dieser Videos, Abenteuerwelten wird ein Video kommen, in dem ich euch das Abenteuer vorstelle. Dann wird ein Video kommen zu dem Abenteuer, was in Nest schon mit drin ist. Und dann wird ein Video kommen, wo ich diese zwei Rollenspielwelten, diese zwei Abenteuerwelten zu Fate mal gegeneinander stelle. Weil die beide eigentlich die Machart, die Thematik und alles drum und dran sind so voneinander unterschiedlich, dass das echt spannend zu sehen war, mal die so im Gegensatz zueinander zu stellen. So, was kommt noch? Dazu beuge ich mich nach vorne und es quietscht. Ich habe einen Tipp bekommen. Oh Gott, ich muss es schon wieder aussprechen. Ich sage einfach von Max. der hat mir gesagt, hier, vielleicht interessiert dich das. Ich habe da ein schwedisches Rollenspiel entdeckt und vom Prometheus Verlag. Nämlich Symbar und dann Rom. Symbarum, ich würde es jetzt als Symbarum aussprechen, obwohl dieses O und das U da drin ist. Und es hat mich gleich irgendwie interessiert. Es sah richtig geil aus, richtig düster und so ureuropäisch. Und ich bin ja, wie ihr wisst, Metal-Fan. Deswegen läuft auch im Hintergrund Heilung. Das ist übrigens mein Tipp, mein Musiktipp der Woche, wenn ihr so schöne barbarische, germanische, keltische und solche Sachen spielt. Aber mal eine Runde Heilung im Hintergrund laufen lassen, kommt immer sehr gut. Also die Band heißt Heilung. Und das hat mich gleich angesprochen, weil ich bin ja Metal-Fan. Und als Metal-Fan weiß man, dass guter Black und Death Metal und alles, was so ein bisschen ins Traurige geht und so, kommt sehr, sehr häufig oben aus Skandinavien, weil es da auch oft dunkler ist, ne? Und auch gute, düstere Geschichten und so kommen ja auch gerne mal da oben her, ne? Und die Schweden haben jetzt ein Rollenspiel gemacht, was jetzt rausgekommen ist. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Ich habe es mir schon mal durchgeblättert, aber noch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, hopp oder top. Aber auf jeden Fall, das Buch ist schon mal der Hammer. Danke dafür an Prometheus. Das war ein Rezensionsexemplar. Ich danke euch sehr, sehr dafür. Und ich werde auch dementsprechend ein Video machen. Aber für alle Zuschauer von meinem Kanal, nur weil die mir das geschickt haben, heißt das nicht, dass ich hier dann alles über den Klee lobe. Ne? Also das gibt's bei mir nicht.
Und dann noch, das hätte ich niemals erwartet und das finde ich echt sau cool. Das ist die Stoffkarte der, der bekannten Gebiete. Die gucken wir uns auch mal an, weil die gibt es so zu kaufen und das wird nicht lange dauern. Aber die gucken wir uns an, wie ist sie verarbeitet, wie sieht's aus, was ist drauf und ja, gucken wir uns an. Ich liebe solche Gimmicks, also super geil. Danke nochmal dafür. So, und dann kommt ja, das nächste Hammer-Ding, was auch auf meinem Kanal kommen wird, logischerweise. Das ist ein Malmsturm-Buch. Und jetzt wird jeder sagen, ja, das haben wir doch schon gesehen. Nee, das habt ihr nicht gesehen. Das ist nämlich Städte der Verdammnis. Der Weltenband zu Malmsturm. Und es ist ein dickes, dickes Buch. Es ist leichter, als es aussieht. Ja, es ist richtig dick, aber es ist leichter. Das Papier ist wohl ein wenig fluffiger. Und ja, da habe ich jetzt noch gar nicht reingeguckt, außer mal durchgeblättert. Also nochmal so, wie ich geguckt. Und ich habe schon wieder gesehen, die Bilder ziehen einem schon wieder wahnsinnig in den Bann. Und das werde ich auch durcharbeiten. Und ja, einmal das. Und dann habe ich noch viele, viele, viele tolle Sachen, die ich noch schuldig bin. Ich habe noch das eine oder andere zu Midgard am Start. Ich habe noch viele, viele tolle PDFs von verschiedensten Zuschauern bekommen, die mir da mal den Einblick gewährt haben. Da muss ich auch noch so nach und nach ran. Also ich habe noch viel Material und wir werden noch eine schöne Zeit haben, eine lustige Zeit. Und ja, zum Abschluss dieses Informationsvideos noch zwei Sachen. Das erste ist, wie gesagt, die Band Heilung findet ihr bei YouTube. Das ist ein Live-Auftritt, der geht knapp eine Stunde. Ist Steinzeitmusik. Die haben Einflüsse aus Steinzeit, aus Vorzeit, Wikingerzeit, Mittelalter und so weiter so ein bisschen zusammengewürfelt, haben alles, spielen alles mit altertümlichen Instrumenten und ist wirklich geil für alle möglichen Settings, findet ihr unter Heilung, ich schreibe immer Heilung und Band bei YouTube hin, super cool so als Hintergrundmusik, kann man wirklich toll gebrauchen. Einmal das und das zweite ist, ich habe jetzt die letzten Wochen schlechtes Internet gehabt und gar und habe auch kaum Kommentare kommentiert oder gewertschätzt und ich habe jetzt mir vorgenommen, ich werde das durchgehen und werde quasi so ein Video machen, Frage-Antwort-Videos und vielleicht dann direkt auch mal dann darauf eingehen. Ich habe es vor, mir so zu machen, dass ich mir halt die Frage so stichpunktartig nochmal aufschreibe und dann dazu antworte. Dieses Video soll aber nicht länger als so eine Viertelstunde gehen. Wenn ich nicht alles schaffe, werde ich dann wahrscheinlich nochmal ein Video irgendwann nochmal dranhängen, dass ich immer so regelmäßig vielleicht so alle 2-3 Monate mal irgendwie so ein Video mache. Mal gucken, das will ich jetzt nicht ankündigen, aber es wird auf jeden Fall so nochmal auf eure Fragen und Anregungen eingehendes Video geben. Na? Und ja, auch auf die Kritik eingehendes Video. Gut, alles klar, Leute. Ich bin dann jetzt nochmal weg. Die Videos sind geplant, die Videos kommen. Und danke fürs Dabeisein. Und hier wird es auf jeden Fall noch spannend. Ciao.